Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Geistiger Delaware St. John. Ja, in der vorigen Folge sind wir so planlos umhergeschwirrt und ja, wir haben oben doch noch tatsächlich was übersehen, was ich jetzt mal schnell holen werde. Denn ich habe ein bisschen geschummelt in der Komplettlösung reingeguckt, weil ich ja echt nicht mehr wusste, wo man jetzt was weitermachen sollte. Und ja, ich hole es jetzt einfach mal. Und zwar hier haben wir noch den Vierteldollar vergessen. Hey, ein Vierteldollar. Kopf oder Zahl? Glück kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Ja, John, nicht nur du. So, und die Kraftzeichen, die waren oben doch für die Tür da gewesen. Also ich war doch richtig gewesen. Und ich habe aber keine Ahnung, wieso dieses Klopfzeichen bzw. dieses Türeinbrechen-Symbol nicht mehr kam. Also entweder ist es ein Bug oder sowas. Oder ich komme an dieser Stelle echt nicht mehr weiter. Also wie gesagt, irgendwas muss da fehlen. Weil normal ist das natürlich nicht. Es war ja diese mittlere Tür hier. Ach. Guck mal, ich hab die ganze Zeit die falsche Tür gehabt. Okay, dann klopfen wir mal an. Ah, siehe da. Haben wir hier irgendwas? Filmrollen. Tür. Noch eine Tür? So, dann können wir rausgehen, oder? War die Tür da, wenn du mich richtig, oder? Die Tür ist abgeschlossen. Okay. Ist das abgeschlossen? Oh. Ist da jemand? Ich bin hier, um zu helfen. Nein. Wer bist du? Wer bist du? Ich heiße Josh. Wer bist du? Geht's Jenny gut? Ich heiße Delaware. Ich habe mit Jenny gesprochen. Ich muss mit Jenny sprechen. Sie fürchtet sich so. Ich muss wissen, ob es ihr gut geht. Okay. Würde ich mal sagen, gehen wir mal wieder zum Spinn zurück und quatschen mit Jenny. Oder wie auch immer. Ne, hier war es nicht. Die Tür ist abgeschlossen. Habe ich mich verklickt. Was hier unten ist, mein. So, dreh dich um, John, und geh in die Tür wieder rein. So. Jenny, bist du da? Delaware, bist du's? Ja. Jenny, ich habe Josh gefunden. Er möchte wissen, ob es dir gut geht. Tust du mir den Gefallen und sagst es ihm? Ich kann es aufnehmen und die Aufnahme zu ihm bringen. Ist irgendwie komisch. Er sagt, er ist Josh und er sagt, er ist Josh. Also, da scheint irgendwelche Probleme zu haben. Aber wo ist diese Jenny überhaupt? Ich kann hier gerade nichts machen. Okay. Josh, ich bin's, Jenny. Ich bin hier im Kino. Ich weiß nicht, was passiert ist. Geht's dir gut? Ah, okay. Jetzt können wir ja weitermachen. Na gut, Jenny antwortet nicht, also bringen wir die Aufnahme zu Dingens hin. Ach nee, Delaware, schon ich habe die Aufnahme gekriegt. Ich konnte tatsächliche Worte ausmachen von einer weiblichen Erscheinung. Das ist großartig. Weiter so. Okay, super. Ja, also die mischt sich auch manchmal echt ein, wenn es gerade richtig spannend wird. Also manchmal ist das schon echt nervig. Aber trotzdem, eine coole Stimme hat es auf jeden Fall. So, wir gehen zur mittleren Tür wieder hin. Und überbringen mal die Botschaft. Josh, ich bin's, Jenny. Ich bin hier im Kino. Ich weiß nicht, was passiert ist. Geht's dir gut? Jenny ist meine Freundin. Ich würde ihr nie etwas antun. Ich habe keine Ahnung, was in jener Nacht passiert ist. Aber ich bin nicht weggelaufen. Wir sind noch immer hier, Delaware. Wenn du uns finden kannst, wirst du vielleicht aufklären können, was damals geschah. Komisch, komisch. Ah, danke. Was haben wir denn hier? Eine Tür? Irgendwelche Dinger? Ah, das sieht doch schon mal interessant aus. Warum ist die alte Schaufel denn hier oben? Ja, das freut mich auch. Dann mach eine Schaufel hier oben. Ein alter Filmprojektor. Okay, nun ein gammeliger Filmprojektor. Was haben wir hier? Da ist nichts. Auch nichts. Ah, ein Schraubenzieher. Ein Schraubendreher. Okay, ein Schraubendreher. Ja, gut. Oh. Wartungsbericht. Ihr Name, Firma, Anschrift. Bill. Problemschraubung. Linker Lautsprecher ist ausgefallen. Bitte hinter der Bühne nachsehen und reparieren. Die Tür klemmt vergessen. Sie also nicht wieder den Schraubendreher. Charles Epps. Okay. Das ist irgendwas unten. Kommen wir hier hin?
Ach, da geht's wieder da raus. Oh, was war hier in der Tür? Ach, der Flur. Ah, okay. Ja, okay, gehen wir mal nach unten und gucken mal nach. Da ist. Ab in den großen Kinosaal, würde ich sagen. Müssen wir hier hin? Verschlossen. Ah, we do ein. Das klappt so nicht. Hier nicht zu gebrauchen. Wofür sonst? Wie kommen wir denn überhaupt hier hin? Kannst du da oben gucken? Nein, kann ich nicht. Fangen wir mal, Kelly. Der Hinweis oben deutete auf einen Hintereingang hinter der Leinwand hin. Den muss ich finden. Hinter der Leinwand, ja, Kollege, da musst du einfach mal hier irgendwo lang gehen. Hier hoch, irgendwo. Weiß ich nicht. Verschlossen. Da kommen wir nicht hin. Hier willst du auch nicht lang. Ein Problem folgt das nächste bei dir. Mach die mal hoch oder sowas. Na, hier ist irgendwie. Scheint hier nichts zu sein. Ich komme hinter der Leinwand hin. Wir haben eine Schaufel, wir haben viele Dollar und wir haben Dinge. Schmeiß mir eine viele Dollar einfach mal rein. What the fuck? Wieso ist das Ding auf einmal an? Jetzt wird erstmal gezockt. Das wird geil. Animal Hunter 3D Regeln. Wenn du Tiere scheinen, lege es dir in den meisten Punkten bringt. Okay. Wer 10, hier steht 100. Mehrfach dieselben Spezielles werden addiert. Ah, okay. Also gut aufpassen. Machen wir. Jetzt dürfen wir ein bisschen ballern hier. Achtung. Okay, hau rein. Was ist das denn jetzt für ein Kappes? Bär, hier stinkt die und Nase. Was soll denn jetzt der Kapp? Ich hab dann den Bär abgeschossen. Habe ich ihn wahrscheinlich auf die Eier gezielt oder sowas. Achtung. Okay. Hase. Juhu. Wo ist da der Sinn? Reh? Okay. Was ist das für ein Scheiß? Und jetzt? Das Gebimmel geht dann irgendwie auf den Sack. Animal Hunter 3D-Regeln. Ja, ich glaube, es ist irgendwie 1D oder sowas. Aber wo ist der Sinn dieser Reihenfolge? Das kapiere ich irgendwie nicht. Also den Hasen, den können wir abknallen oben rechts. Aber den Bären nicht. So. Dann war es der Elch. Müssen wir abschießen? Jetzt sind nur zwei Stinktiere oder den Elch. Okay. Wo ist da der Sinn? Ein Bären, Stinktiere und Hasen. Was soll das denn jetzt? Ein Bär jetzt, oder? Er kriegt direkt einen Headshot. Super. Das ist echt ein Scheiß, ey. Ja, komm. Kann man das nicht irgendwie überspringen oder so? Bla bla bla. Das ist echt bescheuert. Also gut aufpassen, Achtung, gut, mach hin, sonst vergesse ich gleich wieder die Tiere. So, der Hase. Headshot. So, dann der Reh. Bam. Das Reh haben wir ja gehabt, aber das Reh war auch richtig, ja. Jetzt haben wir den Bären, zwei Hasen, Stinktier. Was sollen wir davon abschließen, Leute? Wollen wir den Hasen, oder? Komm, da gibt es auch mal einen Headshot. Mal gucken. Da wird bestimmt falsch sein, glaube ich, mal dran. Oh! Jetzt sind wir da drehen, würde ich sagen, oder? Oh, auch richtig. Was haben wir jetzt denn? Das stinkt hier. Ich meine, das ist da, oder? Ballern wir mal ab. Ach, das ist doch eine Scheiße. Wie soll das laufen, ey? Ach, okay. Super. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken, denn meine Stimme wird schon wieder langsam heiser. Hui.
So, Animal Hunter, Achtung, alles klar. So, Hase. Reh. Dann war das das Reh. Dann war es doch der Hase. Was hatten wir gehabt, das Reh oder der Hase? Das Reh, ne, glaube ich. Ja. So. Stinti hat mir letztes Mal Headshot gegeben. Wenn wir ein Reh wieder machen. Oder nehmen wir mal einen Hase, würde ich sagen. Ah. Ach du Scheiße, was geht denn jetzt hier ab? Was soll man jetzt hier von denen abknallen? Ein Bär ist bestimmt wieder eine Flaute. Da kann ich ja jetzt schon bestimmt wissen, aber ich weiß nicht. Können wir mal irgendwie abschießen? Also ich weiß nicht, ob wir jetzt ein Reh nehmen sollen oder sowas. Also ach, ein Stinktier. 2, 4, 6. 2, 2. Komische Sache. Okay, gehen wir mal einen Bären. Ach, das ist doch echt. Ja, gut. Dumm, die dumm, die dumm. Ach so, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden, irgendwie. Das, was am meisten Punkte gibt, was radiert wird, immer. So, dann das Reh hat dann mehr Punkte gegeben. Dann wieder das Reh. Dann war es der Hase. Dann gab das Reh was, glaube ich. Ja. So, was gibt der meisten Punkte? Was ist der Hase gewesen? So, hier natürlich dann das Stinktier, glaube ich, soweit ich weiß. Oder? Ja. So, hier sind zwei Rehe und drei Hasen. Ich glaube, das waren die Rehe jetzt gewesen, die ich abschießen muss. Oder ich weiß nicht. Ja. Okay. Drei Stinktiere, zwei Hasen. Ich würde sagen, dann wohl eher die zwei Hasen. Drei Bären, drei Stinktiere, ein Hase. Ja, wer hat die meisten Punkte gegeben? Ich glaube, das Stinktier war das. Jo. Oh, wir haben gewonnen. Juhu. Sieht wie der Grundriss des Kinos aus. Was wohl das X zu bedeuten hat? Okay, nicht schlecht. Also ziemlich komisch gemacht, also mit den Stinktieren und sowas. Also hier ist irgendwas wohl. Nein. In der Bühne ist eine Tür, aber sie klemmt. Okay, schauen wir hier. Aha. Jetzt kommen wir der Sache da wohl näher. Das ist das Problem mit der Jugend von heute. Hormone und Vulgäres. Starke Moral für einen starken Charakter, sag ich stets. Diese Kinder haben doch keine Moralvorstellung mehr. Sie werden schon sehen, was sie davon haben. Wenn die Säuberung kommt, wird es sie erwischen. Was labert ihr für eine Scheiße? Sieh an! Was haben wir denn hier? Ein Eindringling? Definieren Sie Eindringling. Technisch gesehen sind alle hier tot. Also gehört dieser Ort niemandem mehr. Wenn du kein Eindringling bist, wo ist dann dein Ticket? Tja, das haben wir hier, Kollege. So. Du fühlst dich zu besonderen Berufen. Du meinst, sie retten zu müssen. Die Jugend von heute ist nur noch verkommen, wie mein Vater zu sagen pflegte. Diese Leute starben, weil sie dran waren. Glaubst du wirklich, deine Anwesenheit hier würde daran etwas ändern? Mächte kommen, Delaware. Du bist ihnen nicht gewachsen. Und das weißt du auch. Manche Leute lernen nur durch Fehler. Ja, die Jugend von heute ist nur noch verkommen. Ach, labern hier so viel, ey, du alter Laberkopf. Was haben wir denn hier? Nix. Ah. Jetzt, Bruder. Was haben wir denn hier? Oh. Aha. Erinnert mich leicht an Scratches. Es scheint, als sei Charles Epps mit Mord ungestraft davongekommen. Was ein Drecksack.
Hey Kelly, sieh dir das hier an. Holla, du hast zwei Skelette gefunden. Yep. Und rate mal, wo sie begraben waren. In einem geheimen Raum des Theaters. Wie es aussieht, war die Geschichte von Charles Epps, dass die beiden Teenies weggelaufen sind, gelogen, um die Tat zu vertuschen. Das ganze Gerede über die übernatürliche Säuberung. Und trotzdem konnte er es nicht abwarten. Es scheint, als sei Charles Epps mit Mord ungestraft davongekommen. Ja, aber was sollen wir jetzt machen? Es war Mr. Epps. Er hat mich niedergeschlagen, als ich auf Josh gewartet habe. Als ich nach der Arbeit nach dir suchte, hat er mich ebenfalls erwischt. Wir danken dir, Delaware. Wir waren seit einer Ewigkeit hier unten gefangen. Jetzt sind wir endlich frei. Es ist noch nicht vorbei. Es ist etwas hier, in dieser Stadt. Geh zum Notausgang. Okay. Bevor du kamst, war ich hier gefangen, Delaware. Du musst wissen, ich habe gesehen, was mit den beiden Kindern hier passiert ist. Damals, in jener Nacht. Aber Mr. Epps hat meine Familie und mir gedroht. Und daher habe ich nichts gesagt. Mein Schuldgefühl hat mich hier festgehalten. Mach dich bereit. Du wirst woanders in dieser Stadt gebraucht. Okay, Barbara. Ist wohl der Notausgang? Aha. Delaware! Simon hat etwas gefunden, das uns helfen wird, die Quelle des Übels zu finden. Hat es was mit dem Waisenhaus zu tun? Woher weißt du, dass es dort ein Waisenhaus gibt? Ich stehe hier und habe einen Panoramablick darauf. Es wirkt irgendwie vertraut. Du meinst, als hättest du es bereits gesehen? Ich weiß es nicht. Ich werde mich umsehen. Gib mir Bescheid, wenn du mehr herausfindest. Sehr gut, Sie haben Kapitel 1 Bild des Grauens geschafft. Um Kapitel 2 Horror der Verzweiflung zu spielen, einfach auf ein neues Spiel und Kapitel 2 gehen. Fortsetzen. Ja, das kennen wir auch schon bereits, ne? Ja, und hier haben wir jetzt Horror der Verzweiflung, Kapitel 2. Und somit haben wir jetzt Bild des Grauens Kapitel 1 erfolgreich abgeschlossen. Ja Leute, meine Zeit ist jetzt auch schon leider wieder um. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Geisterjäger Delaware St. John in Kapitel 2 Hort der Verzweiflung. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wieder viel Spaß beim Gruseln. Bis dahin. Ciao.